Ich weiß nicht. Vielleicht? Mama! Mama! Brumm! 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 Komm, Teddy. Wir fragen mal Papa. Hä? Papa? Papa, mach auf! Nein, das geht nicht. Was machst du denn da? Ja, das ist ein geheimer Auftrag von... Out! Oh. Ah, super, meine Aufkleber. Hey, wieso hast du es denn so eilig? Ich muss schnell zu Anna. Du, Mama, ich glaube, Papa braucht dringend ein Pflaster. Der bastelt nämlich schon wieder. Aber diesmal ist es ganz geheim, sagt er. Hey, Conny, guck mal, mein neues Rad. Ui. Ja, und einen neuen Helm habe ich auch, weil ich ja jetzt viel schneller fahren kann. Und ich habe neue Hexenbilder, Hä? Guck mal. Ich habe auch neue Aufkleber zu Hause. Los, wir fahren zum Spielplatz. Ja, wer zuerst da ist, hat gewonnen. Komm, Conny. Kann ich auch mal mit deinem Rad fahren? Na ja, ich weiß nicht. Das habe ich doch erst ganz neu. Och bitte, ich bin auch ganz vorsichtig. Na gut. Danke. Komm, steig auf, ich halte es fest. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Oh. Jetzt musst du nur treten. Oh. Schatz, was ist denn passiert? Mit Anna spiele ich nie wieder. Also Conny, Anna ist doch deine allerbeste Freundin. Weißt du, leider kann man nicht sofort Fahrrad fahren. Das muss man erst mal üben. Nein, ich will nie mehr mit Annas Rad fahren. Ich will ein eigenes. Rollerfahren ist was für Babys. Naja, wenn das so ist, kannst du ja deinen Roller Jakob schenken. Naja, ich weiß nicht. Mama, wann bin ich denn groß genug für ein Fahrrad? Moment, stell dich bitte mal hin. So, deine Beine sind schon lang genug. Ist das wahr? Ich will auch. Na komm her. Hier, die optimale Länge für einen Roller. Hurra! Jetzt haben wir uns alle erstmal ein Eis verdient. Hallo, ihr zwei. Hey, hallo. Jetzt sag mal, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein, dass du nicht mal Hallo zu Anna sagst. Doch, sie hat ein Fahrrad und mein Roller hat nicht meine Klingel. So ist das. Gut, das lässt sich ändern. Papa, Papa, guck mal. Zeig mal. Conny hat ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Nicht. Nein, eine Klingel, Jakob. Das ist eine Klingel. Oh, was habt ihr denn gemacht? Ach, nichts Besonderes. Wir haben erst Ketchup gegessen und dann noch etwas Pflaumenmus. Aber hier riecht es nach Filzstiften. Naja, oder ein bisschen wie neue Bilderbücher. Oder wie Omas Haarspray. Haarspray? Vielleicht so ähnlich. Jakob und ich haben ein bisschen gemalt. Sieh mal, sogar bei der Daumen habe ich mir blau angemalt. Die hast du nicht angemalt, da hast du die draufgehauen. Tut's weh? Jakob, nimm mein Papa ein Bild.
Hm? Oh ja. Lange kannst du deine Bastelei aber nicht mehr geheim halten. Das muss ich auch nicht. Ich bin nämlich fertig. Ja! Jetzt landet das. So, bitte alle Gäste mit Klingel einsteigen. Sie haben keine Klingel, meine Dame? Doch, habe ich. Moment. Hier, und was jetzt? Jetzt basteln wir die Klingel an dein neues Flugzeug, damit es wie ein richtiges Fahrrad aussieht. Oh, aber das ist ja... Ja, dein neues Fahrrad. Juhu, juhu. Hurra, toll. Oh, danke, Papa. Danke, Mama. Das war der geheime Auftrag? Hast du das wirklich selbst gebastelt, Papa? Nicht wirklich. Ich habe aus Michaels Polizeirad hoffentlich einen tollen Conny-Flitzer gemacht und dann zusammen mit Jakob angemalt. Stimmt's? Du kriegst jetzt meinen Roller. Ja! Der Helm gehört unbedingt dazu, wenn man Rad fährt. Und immer gut zumachen. Bist du bereit? Und los! So, los geht's. So. Vorsichtig! Ja! Und vielen Dank nochmal für das Rad. Conny fährt schon wie der Wind. Nein, das ist gar kein Problem. Die Stützräder haben wir von Connys Freundin Anna bekommen. Ja, alles passt wirklich ganz toll. Willst du auch nochmal mit Tante Sigrid sprechen, mein Schatz? Ich will nicht mehr mit Annas Stützrädern fahren. Ich kann bestimmt schon ohne. Jetzt schon? Ja. Jetzt sieh mal, die Pedale hier an der Seite, an der du aufsteigst, muss oben sein. Und dann steigst du mit dem rechten Fuß auf die andere Seite und stellst ihn dort auf die Pedale. Das ist ein bisschen wie Roller fahren. Fährt sich gut dein Rad? Sehr gut. Und jetzt bist du dran. Hast du gesehen, Conny? Schwung holen wie beim Rollerfahren. Und mit dem Po auf den Sattel. Und der linke Fuß kommt dann... auf die andere Pedale. Ja, richtig. Hey, Mau, willst du mitfahren? So, Conny, jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Toll, Conny! Ja, ja. Schneller! Schneller, schneller! Aber nicht zu schnell. Ohne Stützräder zu fahren ist nicht so leicht. Und du machst das wirklich schon so gut, Conny. Ach, das passiert doch jedem Mal. Also, jetzt nicht gleich aufgeben. Du schaffst das ganz... Straße, allein und ohne Stützräder gefahren. Ohne Stützräder? Komm, ans Steuer, Kapitän. Jetzt wird's Zeit für einen echten Profislalom. Hä, was ist das denn? Versuch mal, auf dieser dicken Linie zu fahren. So, bitte sehr. Immer schön nach vorn schauen und lenken. Hier, guck mal, Papa, ich kann schon ganz toll Schlingel fahren. Selber Schlingel, fahr schön vorsichtig. Tschüss, bis gleich. Hey. Ich hab dich schon längst gesehen mit deinem neuen Fahrrad. Ach, echt? Wo sind denn meine, ach Quatsch, deine Stützräder? Hast du sie versteckt? Ich brauche keine Stützräder mehr. Ich fahre nämlich schon Profislalom. Kennst du das schon? Einen Profislalom?
Ja, komm, ich zeig's dir. Hier. So, das hätten wir. Hier und hier. Los! Nicht so schnell, Conny. Jetzt du. Oh nein. Wehgetan? Das macht doch nichts. Ist mir doch auch passiert. Wollen wir wieder Freunde sein? Ja, gerne. Dein Helm ist auch toll. Zeig mal. Ja, deiner ist auch super. Ich hab was für dich. Hier. Das wollte ich dir auch schon die ganze Zeit schenken. Vielen Dank. Der steht dir echt gut. Jetzt sind wir beide die rasenden ja. Hexen. Und hier, das sind unsere Hexenwesen. Ja, Conny, das stimmt.